Wir befinden uns in einem geheimen Headquarter der NASA. Also, keine Ahnung, ich glaube schon die NASA. Auf jeden Fall irgendwie FBI, NASA, irgendwas. Du stehst da auf dem Tisch, Bro, du musst da runter. Wir spielen Chapter 3 der Airplane Story. Wir haben die ersten... Wow, Alter, voll die Militärbucke. Wir haben die ersten beiden Missionen erfolgreich ja schon absolviert. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ihr werdet euch nicht erinnern, was da passiert ist. Und ganz ehrlich, ich auch nicht. Und damit wissen wir auf jeden Fall nichts. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was hier passieren wird. Mit dabei ist natürlich E-Brew-Line. Hallöchen. Hallo, hallo. Also ich weiß noch, dass wir irgendwas mit einem Präsidenten hatten. Ja, genau. Wir haben den Präsidenten gerettet bei Part 2. Das war Trump, den haben wir gerettet, das weiß ich noch. Ah. Da war das Monster an Bord. Und bei Platz 1 wurden wir, Kapitel 1 wurden wir bedroht. Aber auf jeden Fall war dieses Monster zweimal am Start und das ist jetzt wahrscheinlich wieder am Start in Part Nummer 3. Vielleicht werden wir ihn jetzt final besiegen. Bin gespannt. Leute, lasst unbedingt eine positive Bewertung da. Wenn euch die Folge gefällt, ich würde mich sehr, sehr freuen. Und damit, hey meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Zusammen mit Ebru. Oh. Alle, noch 10 Sekunden Zeit, um uns hinzusetzen. Oh nein, Ebru! Okay. Ich habe ein bisschen Angst, Alter. Guck mal, der hat Soldier über dem Kopf. Alter. Das ist unser Ziel. Das ist aber nicht das Monster, das ist eher so ein Schlägertyp. Ronald McDonald? Okay, wir haben ihn des Weiteren schon beobachtet und er ist ein sehr gefährlicher Roblox-Sien. Okay, dann waren wir den jetzt fertig, Alter. Let's go. Was hat der getan? Ja, das ist natürlich interessant. Ja, was hat er getan? Das ist der, der die Piloten gekidnappt hat aus dem Flugzeug, wo wir waren. Ja, stimmt, weil da waren ja die Piloten plötzlich weg. Ja, das war der? Okay, die habe ich noch nie gesehen. Ja, das sieht gar nicht so gemein aus. Der guckt ein bisschen grimmig, aber... Nee, der sieht übel aus wie ein Schläger. Ja, okay. Jetzt sehe ich es auch, wo du sagst. Seine Zähne sind hautfarben. Jo, wenn wir... Ist das eine Rakete? Weiß es nicht. Ah, hier. Folge mir. Ja, wir sind schon drin. Du bist wieder arschlangsam, ey. Okay, ich glaube, der schießt uns jetzt hier in den Weltraum. Macht einfach gar keinen Sinn. Jeder ready, natürlich. Ey, der rennt raus, bist du dumm? Oh. Zwei checken es nicht. Komm zurück, nein. Ja. Tipp. Oh nein. Ja gut, das war natürlich, natürlich jetzt blöd gelaufen. Zwei tot. Oh nein. Okay, ich bin gespannt. Einer von oben ist einer geblieben. Oh, ist der jetzt auch tot? Oh. Nee. Oh nein. Ich bin gespannt, wie viele überleben. Also zwei hat es jetzt schon erwischt. Ja. Oder wurden die teleportiert? Nee, das war doch der, die wurden teleportiert. Das war doch der hier, oder? Ah, stimmt. Wieso haben eigentlich drei Leute kein Aussehen? Ich weiß es nicht. Oh Gott, was war denn Erde da? Stein. Ja, wir fahren in so ein... Oh, was ein fetter Apache-Helikopter. Airplane 3. Oh mein Gott. Das ist so... Oha, wir können hier so ein Outfit anziehen. Direkt Militär-Outfit nehmen. Guck mal, diese Löcher... Ah, hier muss man raus. Ich habe die ganze Zeit gewundert, ob ich da nicht rauskomme. Mir geht die Glasscheibe gerade. Oha, ich bin blau, Alter. Ich hatte Team Rot, aber gibt kein Rot. So. Und da doch Rot! Team Rot! Ich bin blau. Bam. Das sieht ein bisschen... Ich weiß nicht, so Lachsfarben aus, nicht so ganz. Das ist rot, Ruhe! So, ab zum Apache-Helikopter. Lass uns endlich rein in die Folge, den General. Pfeife auf den General, der hat keine Ahnung, der hat die Monster die ganze Zeit schon nicht gefangen gekriegt. Wir sind die Experten. Immer wir, ne? Hey, was müssen wir machen? 15? Hä? Ach, ein Outfit auswählen, okay. Achso, Alter, die sind so lahm. Ich hab das schon längst, Team Rot. Guck mal, diese Stecker sehen aus wie diese Stecker, wo du Kopfhörer oder ohne Witz, am PC. Ja. Ja, die haben aber andere Farben. Oh! Den hat's erwischt, Alter. Ach, weil er kein Outfit anhatte, der Dulli. Ah, si, claro. Okay. Aber da ist so ein geheimer Hebel. Man muss aber die Hebel drücken. Safe jetzt gleich. Hundertprozentig, Alter. Wie er zugewunken hat. Doch. Okay, sie kontrollieren jetzt das Flugzeug, dass doch alles funktioniert. Und ich würde safe sagen, ja, es ist eine Fehlstörung. Wir müssen den roten und grünen Hebel betätigen. Weil deswegen sind noch diese Löcher da. Ah, siehste? Hab ich ja gesagt. Guck mal, wo ich da stehe. Hallo. Nicht genug Treibstoff. Hallo. Jetzt wird er aber so getötet. Oh nein. Okay, wir müssen das auffüllen. Bla, bla, bla. Okay, das ist bestimmt der erste Hebel. Kriegen wir hin. Ah, rot. Ich werde den drücken. Ihr braucht gar nicht hier geiern, Alter. Sage ich euch direkt. Ich werde den sowas von drücken. Ich bin nämlich Team Rot und der rote Button gehört mir. Und ich bin auch der Obi-King.
Ja, das stimmt. Guck mal, ich habe mich schon bereitgestellt, voll illegal. Jetzt konnte die aber alle hinrennen einfach. Oh. Hey, guck mal, das was versteckt, ein Skateboard dahinter. Siehst du das? Das ist ein Teddy. Das ist safe and secret. Noch ein Teddy oder nicht? Ihr braucht gar nicht rummucken. Ey, ihr... Das ist ein Teddy. Ach so, oh, das habe ich nicht verstanden. Ich wusste nicht, was ich machen muss. Musst du nehmen und zum Flugzeug bringen. Ja, jetzt, ja, wow, Ivo, danke, ich habe auch Augen. Jetzt sehe ich es auch. Mann, ey, ich war aber eben voll schnell da. Guck mal, jetzt habe ich einen Teddy. Ich habe auch einen Teddy. Puff. Nein, Puff. Aua. Okay. Ah, es gibt noch mehr. Ja. Oh, ich habe nichts zu beigetragen jetzt. Doch nett von denen, dass sie das gemacht haben. Aber ich wollte. Buff, okay, alle connected. Nice. Exzellentamente. Alle Kabel sind connected. Ja, der muss jetzt erstmal checken. Geht's und? Hoch? Geht's hoch? Ja. Nee. Ah. Okay. Keine Luft mehr. Okay, nice. Wir sind voll, wir sind grün. Let's go. Mann, wir sind da nicht mal losgefahren, Alter. Geflogen. Rein in das Flugzeug. Ist noch ganz vorne. Ja, ja, wie die Streber. Boff. Oh. Das ist immer geil, wie sie so wirklich übertrieben Zeit lassen. In der Zeit könnte ich meinen PC runterfahren. Guck, sie mir zubinkt. Könnte ich mein PC runterfahren, mein Handy anmachen, auf diesen Server joinen und mich immer noch rechtzeitig hinsetzen in der Zeit. Oh nein, sie schafft's nicht, Dolly! Ach doch, er schafft's. Ey, hör auf dich zu drehen und setz dich hin, Bro. Yo. Oh, die hat meine ersten Haare. Das ist ein Kerl, glaube ich. Er ist Jungs. Neuester Jungs. 1, 2, 3. Ich glaub, aber das ist ein Mädchenskin. Ja, eigentlich schon, ne? Und die hat auch den Teddy. Ja. Okay. Oh, es geht zu. Ey, setz dich hin! Ah, also, nee, wir müssen noch rein. Get in the plane. Ach so, ah, ja, stimmt. Na gut, ich kann nicht richtig lesen. Ich kann nicht lesen. Okay, der freundliche General Poncho, was ist das eigentlich überhaupt für ein Name? Der hat uns eine Banane gegeben, damit wir uns heilen können. Hä, sie ist vergiftet. Was? Zum Glück habe ich es nicht gegessen. Ich hatte eben gerade eine Banane in der Hand, jetzt habe ich sie nicht mehr. Habe ich sie gegessen? Hast du gedrückt? Hä? Oh, ach, er hat uns nur verarscht. Okay, doch nicht vergiftet. Oh, warum soll die denn? It's a prank. Warum soll die denn vergiftet sein? Ja. Weil das ist echt so ein Gag, so, weil das ja in jedem Spiel immer so ist. So, ja. Also wir haben auf jeden Fall eine Banane, die uns heilen kann, sollten wir Probleme kriegen. Und ich vermute mal, wir werden gleich Probleme kriegen. Bin gespannt. Wir fliegen gerade auf jeden Fall in die Richtung des gekidnappten Flugzeugs. Und da müsste natürlich auch irgendwie der Kidnapper sein. Das ist ja, denke ich mal, logisch. Und dann hoffentlich schnappen wir den, Alter. Benny, ich stehe auf der Tür. Aber nicht allein. Komm dazu. Das ist schwer, hä? Ah. Ich bin so dick. Oh, oh. Ich wusste doch, dass hier was schief geht. Okay, wir sind in einen Sturm gerannt. Blitze sind eingeschlagen. Wuff, die ist das. Ebo, du schmierst dich hier. Schmierst, was ich überhaupt für ein Wort. Du schiedest dich immer ins Bild, Alter. Auf jeden Fall ist jetzt dieser eine Propeller kaputt. Ich kenne mich jetzt nicht mit Flugzeugen aus. Aber ich vermute mal ganz stark, dass das ziemlich scheiße ist. Oh, weißt du, was wir machen können? Du nimmst deinen Teddy, wirfst ihn dahin und der repariert das. Ja. Meinst du, der kann das reparieren? Ja. Ich hab keine, weil der Typ bleibt ja einfach sitzen, während das halbe Flugzeug brennt. Okay, General. Ah, mein, ist egal. Okay, jetzt passiert doch. Regnet doch, hä? Safe, stürzen wir jetzt ab, Alter. Oh nein. Nein. Nee, wir stürzen nicht ab. Hä? Oh, hä? Jetzt wird's aber wild, Alter. Ah, wir sollen reparieren. Ich wirf den Teddy hin. Teddy ganz echt reparieren. Hallo? Wieso rennen wir auf dem Flugzeug? Erklebst. Wieso rennen wir auf dem Flugzeug rum? Okay, er wird's reparieren. Okay, viel Spaß. Aber nett, warum sind wir alle rausgegangen? Ja, ohne Witz, ist da mega sinnlos. Ah, guck mal, hallo. Stell dich davor, Ben. Die sehen da nicht, wo die hinfliegen. Oh, die sind übel happy, ey. Ja. Okay, er repariert wirklich. Oh, oh. Hä? Blitze. Oh, darfst dich nicht treffen lassen. Ah, boah, das ist cool. Er wird getroffen. Oh, oh. Easy. Easy. Geht voll. Easy. Guck mal, in der Luft dort hinten. Wird's immer schneller? Nee. Easy. Ja, cover me. Wie soll man dich denn covern? Ich hab nichts. Sie haben Teddy und eine Banane. Ah! Okay, das ist ziemlich easy. Da werden wir natürlich nicht Teddy getroffen. Auf seinen Kopf. Frage ist, ob man direkt tot ist, wenn man einmal getroffen wird. Der Motor ist repariert. Okay, können wir jetzt da bitte wieder in das verdammte Flugzeug gehen, Alter? Ich will auf dem Flugzeug tanzen. Ich habe noch nie einen so starken Sturm gesehen. Ja, das hat doch safe was mit der Story zu tun. Als ob das jetzt Zufall ist. Ja. Was ist? Dreh dich um, guck doch, was da ist. Alter! Das ist ein Riesenskelett.
Ich habe Angst. Ich möchte bitte. Hallo, tschüss, Ben, ich gehe. Ich möchte ins Flugzeug, bitte. Bitte. Oh mein Gott. Ja, ich will auch. Stop. Oh, Burn? Burn? Oh, oh. Oh nein. Oh, Feuer. Feuerwand. Man muss hier runter. Rein. Ihn hat's erwischt, Alter. Bad Wolfie. Wo bist du, Ben? Ich bin hier oben. Ich komme nicht mehr rein. Oh nein, sollte man rein? Ich hoffe, du bist rein teleportiert, ja. Sollte man rein? Hä, ich bin einfach nach vorn gelaufen. Nee, du solltest rein. Aber nach vorn ging auch. Oh ja, huch. Ben. Oh, Backe, aber ich bin ja nicht allein, ist noch ein anderer. Gut, dann chillt ihr oben. Oh ja, aber das wäre mir teleportiert, glaube ich. Okay, ja, Spiel, ups. Oh nein, ich wurde doch nicht teleportiert. Oh nein, sag nicht, ich bleib jetzt da oben. Oh, oh, wir sind da. Okay, wo, ich sehe nichts. Ich bin auf. Vielleicht müssen. Ey, meine Banane ist auch weg. Oh nein. Ah ja, wenn wir. Ja, aber ich hätte jetzt bestimmt gleich teleportiert. Ich bleib jetzt nicht ganz auf dem Flugzeug, oder? Ich weiß es nicht. Ah, okay. Okay, müssen uns. Okay. Wir müssen uns da irgendwie jetzt reinschleichen in dieses gekidnappte Flugzeug. Das müsste jetzt irgendwo gleich kommen. Wir sind jetzt im Flugzeug! Let's go, Alter. Jetzt müssen wir es befreien. Okay. Aber wir haben ja keine Waffen, Alter. Was sind wir eigentlich für Billo-Soldaten? Nee, ich hab einen Teddy. Ich nicht mehr, mach das weg. Mach den hier, Ben. Oh Mann, der hat die Türen verbarrikadiert. Haben wir einen Hammer oder sowas? Aufladen. Teddy, mal raus. Da ist ein Item, ein Käse. Hier sind verschiedene Items. Brille, stimmt. Hut, Eimer. Die werden wir alle... Da ist ein Hammer hinter der Box direkt vor uns. Ah ja, ich sehe ihn. Ja, korrekt. Okay, müssen wir finden. Ich dachte zuerst, der hat sich in Zombie verwandelt. Weil das so komisch aussah. Okay. Da ist er. Er hat die Tür aufgemacht mit dem Hammer. It's over, Ronald. Hier bin ich. Ey, die labern aber auch immer eine Bulette an der Backe. Ich will jetzt hinterher rennen. Da ist eine Mauer. Ich kann nicht langlaufen. Ah, er hat eine unsichtbare Mauer gebaut. Ja, natürlich ist er weggekommen, ey. Es ist keine Zeit. Wir müssen ihn verfolgen. Ja, wir würden doch gern, Bro. Du hast nur die sichtbare Mauer weggemacht. Wir müssen zuerst alle Passagiere retten. Okay, du musst einfach nur so die berühren. Nice, die rennen einfach alle an dem vorbei. Top. Sind sie richtig glücklich? Süß sind sie glücklich, wir retten sie gerade. Sind alle frei? Okay, ich habe auch so ein Kind, Alter. Ich habe ein Kind gerettet. Nice. Okay, wir haben alle. Perfekt. Thank you. Gar kein Problem. Das ist beim Captain. Gar kein Problem, Bro. Doch, wir können uns hinsetzen und genießen den Flug. Ich würde nicht sagen, dass es gut ist, wenn Ronald das Flugzeug fliegt. Ja, okay, den Captain müssen wir natürlich auch befreien. Hä, wo sind die Passagiere hin? Ja, die sind zu unserem Flugzeug rüber. Oh, ja, okay. Zum Safety-Flugzeug. Komm, lass auch gehen. Die anderen machen das schon. Die Mission ist ja nicht beendet und unser Captain macht Moonwalk. Wir haben nur eine Chance. Ich! Ja, mach du, Ben. Ich will. Ja, aber alle wollen. Nee, oh, ein anderer war auch ausgewählt, oder? Oh, Mann, ja. Der Kate wurde ausgewählt. Ich wollte der Held sein. Okay, ich hoffe, er verkackt's nicht. Kann man hier so halb reingucken? Durch die Tür? Ja, ich glaube, ich konnte gerade. Ja, so ein bisschen. Ja, der steht da, man hat's gesehen. Ja, der steht da, der Captain. Ich habe ihn nicht gesehen. Okay, Kate. Ach so, er redet jetzt mit ihm so verhandlungsmäßig. Nein, ich dachte, man kann hinrennen und ihn befreien. Okay, Kate. Ich hoffe, du verkackst es nicht. Oh, Mann. Ronald, lass den Kapitän gehen. Ja, okay. Du verstehst nichts. Locke ist der Kapitän der Böse. Der Captain ist der Böse, so wie immer. Sicher. Ihr ruiniert meinen Plan. Ich verdiene das. Mann, jetzt quatsch doch nicht hier. Okay, macht ihm irgendeinen Vorschlag. Oh. Ah, er wählt aus. Was wirst du Ronald sagen? Du wirst ins Gefängnis gehen oder was ist falsch? Nein, das hättest du nicht sagen dürfen, du Idiot! Oh, ich wollte das andere. Wir hatten noch ohne Witz, man hätte das andere nehmen müssen. Safe. Ah, ich vermute, so viele haben schon das gewählt, deswegen. Oh. Man kann doch den nicht. Oh, es brennt. Okay, tschüss. Na, lieber Sicherheitsabstand hier. Captain. Hey, die hätten mal mich als Held auswählen sollen. Ich hätte das besser gemacht. Rucksäcke. Hier, hol dir den Rucksack irgendwo. Fallschirm. Wo? Hä, wo? Ach, da. Ah, ich hab schon. Alter, das ist so groß. Na, das ist aber normal. Die sind so groß. Wir brauchen Fallschirm, um uns zu retten. Okay, wir konnten den Kapitän leider nicht retten. Mission ist irgendwie eigentlich auch schon halb fehlgeschlagen. Aber ja, gut, kannst du nicht machen. Ich will nicht sagen, aber meine Haare haben meinen Parachute, glaube ich, schon kaputt gemacht. Hä, zeig mal. Oh. Oh nein. Oh. Ey, wir waren doch fast durch. Hey, ohne Witz. Hä, wir waren doch da schon. Okay, jetzt auf beiden Seiten. Oh Gott, wenn du das Feuer berührst, bist du tot. Nein. Okay, wo? Wir wünschen sie doch.
Hä? Wo ist denn die Emergency Door? Die eine ist da durch. Ah, man kann hier durchspringen, Evo. Wo? Durch die Feuer an der Seite. Ah. Oh. Oh. Bin da. Raus! Oh nein, ich hab nicht mehr lange Zeit. Egal, ist nicht weit. Ist nicht weit. Ah. Raus, Joe! Drehen! Hast du geschafft? Ja, ja. Dank meines Hinweises. Ja, guck, danke da schön. Oh, wir müssen. Oh nein, wir müssen da drauf landen. Hä, wo? Ah, da. Unten. Oh, das hab ich gar nicht gecheckt. Egal, ja? Ist easy. Ja, jump. Nee, jump from the plane. Man muss da nicht. Oder ich mach's sicher, ist aber trotzdem. Weil man fliegt so langsam, das ist gar kein Problem. Ja, das schaffen wir. Hör, was ist das da ganz unten? Das frage ich mich auch gerade. Ah, das sind die Passagiere, die tanzen. Tanzen für uns, Ben! Ja, aber warum tanzen die da? Tanzen ist ja richtig wir random. Wir müssen ja auf dem Flugzeug landen. Ich glaube, wir müssen unten landen, oder? Nee, nee, auf dem Flugzeug, da hast du grün. Oh, oh. Ah! Nee, da kann man gar nicht landen. Oh, man kann. Doch, ich bin auf dem Flugzeug gelandet, so halb. Nice, Alter, sind alle, die wir gerettet haben. Voll am Dancen, voll am Abdancen. Hey, Bro. Es haben nur 4 Leute überlebt. Als ob. Nur 4 Leute. Ja, nice, GG. Das ist wenig, wir waren ja auch übel viele. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr mich unterstützen möchtet. Und abonniert meinen Kanal natürlich auch. Das haben sehr viele von euch nicht getan. Ich würde mich freuen. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao. Tschüss.